Ja, ich habe noch mal einen Action-Haul. Ich habe mich gestern kurz vor knapp noch mal aufgerafft und bin zu unserem neuen Action gefahren. Ich hatte überhaupt keine Lust. Ich habe gestern so viel gebastelt und war dann so richtig so, ja, entspannt und ja, wollte nicht noch mal raus und ja, konnte mich dann doch noch überreden, loszufahren und das hat sich gelohnt. Es gibt neue 30x30 Blöcke und neue Halbperlen und ich habe sie bekommen und ich freue mich so, so sehr. Und ja, da ihr da ja auch immer so interessiert dran seid, muss ich euch das jetzt einfach zeigen. Und ich werde beginnen mit den Halbperlen. Ich habe gestern Morgen auf Facebook ein Bild gesehen, da hat die jemand gepostet, dass die neu wären. Und ich dachte nur, muss ich haben. So alles, was mit Perlen zu tun hat und Halbperlen, das ganze Zeug, ich muss das haben. Ich finde das so schön. Und ja, dementsprechend habe ich mich so sehr gefreut, dass ich es bekommen habe. Und ja, es gibt drei verschiedene Packungen. Finde ich richtig schön, diese Verpackung. Schön sortiert, ein guter Überblick und ja, wie ihr schon sehen könnt, es gibt drei verschiedene Größen, groß, mittel, klein und ja, viele verschiedene Farben. Also ich hätte jetzt mir natürlich mehr Grün gewünscht als Blau. Blau ist jetzt nicht so ganz meine Farbe. Also ich denke, es wird sehr schwierig, die hier zu verarbeiten, diese dunklen. Zur Not kommen die auf Mixed Media. Ich bin da ja nicht so. Und ja, ich freue mich. Also ich bin richtig happy. Ich glaube, ihr könnt die wirklich gut sehen so. Ich kann sie ja sonst auch mal aufmachen. Mensch, hallo. So. Also die glänzen total schön. Haben eine richtig schöne Oberfläche. Ihr seht da jetzt vielleicht so ein paar ja, umgedrehte. Von unten sehen die natürlich nicht schön aus. Brauchen sie auch nicht, werden ja sowieso aufgeklebt und von oben, also wirklich toll gemacht, toll verarbeitet, muss ich wirklich sagen. Ich bin begeistert, ihr merkt es, oder? Ja, und da kostet diese Schachtel hier 1,99 €. Drei Stück gibt es, wie gesagt. Ja, ich hoffe, die bringen dann nochmal mehr in Grün raus, aber meistens ist es ja so, dass es dann irgendwie in ein paar Monaten noch andere Farben dazu gibt. So, dann habe ich diese hier. Da ist rechts dieses Rot auch wieder nicht so meins. Wobei man muss ja auch mal was da haben für Leute, die Rot mögen. Und wenn man dann mal was verschenkt, kann man die dann doch irgendwie da drauf bringen, loswerden. Aber die anderen Farben wirklich wunderschön. Ich bin hin und weg, wirklich. Weil diese Oberfläche, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut rüberkommt in der Kamera, die ist so richtig so, ja. Ja, so richtig schön glänzend, also einfach richtig klasse. Aber ich glaube, es kommt gut rüber und ihr könnt das schön sehen. Ja, also die beiden hier, die werde ich ja wahrscheinlich sehr schnell leer haben. Mal sehen. So, und dann gibt es auch noch diese Variante. Ja, Gold, Beige. Grau und Schwarz. Wobei das Schwarz auch so ein bisschen blau schimmert, würde ich sagen. Also richtig, richtig toll. Ja, darüber war ich schon mal sehr happy. Und dann sind meine Augen noch ein Stück weiter runtergewandert. Und zwar zu neuen Blöcken. Es gibt vier, meiner Meinung nach. Sie hatten auch alle vier da, aber ich habe nur zwei mitgenommen, weil die anderen beiden, ich wusste nicht, was ich damit machen sollte. Also der eine, da sind so Panda drauf, da dachte ich erst, oh cool. Und dann habe ich mir so genauer angeguckt und dann waren da auch Dackel mit drauf auf Papier. Ich wusste nicht, was hätte ich da jemals mit anfangen sollen. Und dann war das so in Gelb gehalten und das ist einfach nicht so meins. Und deswegen habe ich es gelassen und der andere, der war auch so. Ja, wie soll ich den beschreiben? Ich hätte ja mal ein Foto machen können, ne? Der war so mit Regenbogen, aber es sah aus, als hätte man es gemalt und komische Farben, muss ich sagen. Ich meine, da wird es sicherlich Liebhaber für geben. Ich will auch gar nicht sagen, dass es jetzt ganz schlimm aussah, aber es war einfach nicht meins und
Deswegen habe ich sie da gelassen. Ja, auf jeden Fall zwei Blöcke habe ich mitgenommen. Die blätter ich jetzt selbstverständlich mit euch durch. Das ist einmal dieser hier. Also wieder so richtig schöne, ja, Frühlingsblumen, würde ich sagen. Und auch Frühlingsfarben natürlich, ne? Also wirklich sehr schön gehalten, würde ich sagen. Ist auch wieder Flieder dabei. Den gab es schon mal in einem anderen Block. Einseitig bedruckt. Und dann blättern wir das mal durch. Hier hat man wieder diese kleinen Textkärtchen, wie auch immer. Kann man eigentlich auch immer sehr gut mit untermogeln. Das heißt untermogeln. Mit kombinieren. Also dieser hier, also das ist doch wirklich sehr, sehr schön. Muss ich mal sehen. Und ja, ich bekomme immer sehr viele Anfragen zu diesen Blöcken. Der eine oder andere wird wissen, was ich meine. Und ich habe mir dazu jetzt auch mal was überlegt. Ich will noch nicht zu viel verraten, weil ja, die Zeit lässt es ja manchmal nicht so zu, aber ich habe da so eine jo, kleine Idee im Kopf. Also ihr könnt gespannt sein und dann werden sämtliche Fragen zu diesen Blöcken beantwortet. Aber wie gesagt, ich sage jetzt mal erstmal noch nicht zu viel, sonst wer weiß. Wer weiß, wie es wird. Ja, also hier, schaut mal, das ist doch richtig schön, ne? Also wenn man das irgendwie so als ja, Element als Streifen irgendwo drauf setzt, das ist, das macht doch dann wirklich super viel her. Ich freue mich drauf, den zu verbasteln. Und hier ist wieder eine Seite, ne, schlicht, sage ich jetzt mal, und eine Seite mit Glitzer. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also wieder im Wechsel schlicht und dann kommt wieder eine, die jetzt nicht, okay? Schlicht. Und hier wieder Glitzer, okay. Also nicht jede zweite, aber die hier auch wieder. Ja, mit Glitzer sieht das gleich nochmal viel schöner aus. Und ich meine, dieses Papier hier mit Flieder gab es schon mal in einem anderen Block. Ist nicht schlimm, den Block habe ich schon so gut wie verarbeitet. Ja gut, hier hat man jetzt einen Fleck drauf. Ja, muss man gucken, was man draus macht. Überkleben, abschneiden. Wird man schon mit fertig, ne? Ja. So, das wäre einmal der hier. Und das hier ist der zweite neue. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt diese beiden Blöcke sehe und die anderen beiden neuen, die kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen, weil, ja, ihr müsst euch die angucken im Laden, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Also komplett unterschiedlich von der Art her. Auch wieder einseitig bedruckt. Der Block kostet übrigens 2,65 € und hier hat man auch wieder so kleine Tags. Da sind halt auch manchmal echt schöne Sprüche dabei. Nicht immer, aber doch öfter. Und ja, die Farben hier, die sind natürlich auch schon wieder richtig schön knallig. Es ist jetzt nicht direkt rot und auch nicht direkt pink. Also ich würde sagen, es ist so eine Mischung und wieder sehr schöne Blumenmuster. Oder das hier schon allein. Also diese Optik finde ich echt schön. Kann man sich auch selber machen, klar. Aber wenn man es fertig bekommt, warum nicht, ne? Ja, hier kann man natürlich wieder einiges für Vintage benutzen. Und hier auch wieder eine Seite blank und eine Seite mit Glitzer. Das hier ist gut für Valentinstag. Paar Herzen. Ja, und viel Schlichtes ist dabei, ne? Was ich auch wirklich oft gut gebrauchen kann, weil wenn ich so Verpackungen mache und so, lieber ein bisschen schlichter und dann mache ich mit der Deko ein bisschen mehr. Also schlichtes Papier kann ich immer gut gebrauchen. Das hier finde ich auch. Es ist einfach nur ein Klecks, aber ich finde es total schön.
Ja, und das. Ja, das wäre dann dieser hier. So, und dann hatten mich viele gefragt, wie zufrieden ich mit diesem Block bin aus meinem letzten Haul. Das ist der, wo man schreiben kann und dann wieder wegradieren kann. Der ist hier so beschichtet. Und ja, da habe ich jetzt erstmal herausgefunden, dass dieses Tuch hier dabei war, wovon ich erzählt hatte. Also man soll ja erst schreiben, dann hier mit dieser Filzspitze radieren und dann mit diesem Tuch nochmal rüberwischen. Ich habe den jetzt mal so ein bisschen getestet. Also schreibt gut, ist wirklich gut getränkt, dieser Stift, lässt sich gut wegradieren, aber dieses Tuch, das macht irgendwie nicht viel. Also ich weiß nicht, mir reicht diese Spitze zum Wegradieren und dieses Tuch, also irgendwie. Ja, hier habe ich mir schon eine Skizze gemacht und habe einmal was geschrieben, damit ihr das mal sehen könnt. Und ja, das versuche ich jetzt mal, oder das werde ich jetzt mal wegradieren. Also das wird so ganz krümelig, dieses Wegradierte. Und guck mal, wie gut das weggeht. Und ich glaube einfach, dass dieses Tuch nur dafür da ist, um dann noch so restlichen Staub runterzunehmen, ne? So, hier noch zwei Punkte. Zack, weg und sauber. Und man kann den so oft verwenden. Klar, dieser Stift wird irgendwann natürlich auch den Geist aufgeben, aber ich glaube, den wird man irgendwie nachgekauft bekommen. Und ja, also ich bin wirklich sehr zufrieden. Habe da schon gut drin rumgekritzelt und wieder korrigiert. Und ja, ist ein tolles Buch, kann ich euch nur empfehlen. Sofern ihr ein heiles bekommt. Also wie gesagt, das war alles so zerfetzt bei uns. Da war der Stift dann an einem ab und die Pappe war vorne weggerissen. Dann ist alles abgefallen und hatte mir dann eigentlich schon gereicht. Aber ich habe dann ein bisschen weiter gewühlt und dann habe ich noch einen halbwegs korrekten Block bekommen. Ja. Ihr Lieben, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, sofern ihr es noch nicht getan habt. Es ist absolut kostenlos für euch. Für euch ist es nur ein Klick, für mich ja sehr viel. Also es bedeutet für mich sehr viel. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, sagt dann jetzt erstmal wieder Tschüss. Wir hören uns im nächsten Video wieder. Ich möchte heute noch das Video hochladen für den nächsten ATC-Tausch. Also es wird hier irgendwie im Anschluss folgen. Und ja, dann können wir wieder zusammen werkeln und kreativ sein. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns, wir sehen uns. Bis denn. Tschüss.